Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier aus New York. Ich habe mir gedacht, mache ich nochmal einen zweiten Vlog, denn es passiert noch sehr, sehr viel diese Woche. Auf jeden Fall, heute gehen wir zur Brooklyn und zur Manhattan Bridge. Von der Brooklyn Bridge laufen wir auf jeden Fall dann rüber auf die Manhattan-Seite, also starten auf der Brooklyn-Seite und laufen dann rüber zur Manhattan-Seite. Ich würde sagen, ich nehme euch bei dem Ganzen mit. Ich hoffe, euch gefällt sowas. Für mehr solcher Vlogs lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut wie immer gerne auf meinem Twitter und Twitch vorbei. Und ich würde sagen, wir starten den Tag. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Bock. Moin Leute, ich nehme jetzt mal ein bisschen anders auf, oder ich starte den Vlog ein bisschen anders. Und zwar direkt an der Brooklyn Bridge. Ihr könnt hier vor mir sehen, sehr, sehr schön. Und ich überlege, ob ich noch einen neuen Vlog mache. Ihr werdet das ja spätestens dann sehen, wenn er online ist. Also da unten, da hinten seht ihr auch, nee, das seht ihr nicht, noch ein bisschen, das Empire State Building. Und ja, mal gucken, ob ich hier noch einen Vlog drüber machen kann. Wir sind jetzt von da hinten gekommen. Ich habe euch eben gerade erzählt, dass das die Brooklyn Bridge wäre. Ich habe mich versprochen, das ist die gar nicht. Also das ist die Brooklyn Bridge, weil die ist dann normalerweise, also ich habe mich da eben gerade vertan. Das ist die Manhattan Bridge. Da gehen wir gleich auch noch hin. Und ich finde einfach, der Hintergrund von dieser Brücke ist einfach viel, viel besser als hier. Und ja, genau. Es kann sein, dass dieser Vlog nicht so lange wird, weil ich nicht mehr so viele Clips habe. Weil in den letzten Tagen ist eh nichts passiert, deswegen dachte ich eh nicht zeigen kann. So, also Freunde, hier, das ist die Brooklyn Bridge. Das hatte ich ja falsch, also da habe ich mich ja versprochen. Deswegen konnte ich das nicht so richtig zeigen. Aber hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon erkennen könnt, aber das ist auf jeden Fall die Freihandstatue. Da gehen wir jetzt hin, also nicht auf die Freistatue drauf, sondern nur so ein bisschen näher dran. Und hier, da ganz, ganz hinten, da landen sogar Hubschrauber immer so ab und zu mal. So, einmal, man kann das in Real Life viel besser sehen, aber hier nicht so. Da, da hinten, ja. Also hier ist nochmal viel, viel besser. Da hinten seht ihr die Freiheitsstatue, sehr, sehr cool. So Freunde, wir sind jetzt hier auf der Brooklyn Bridge drauf. Ihr könnt es hier sehen, hier kann man so langlaufen. Ist für Fahrradfahrer und Fußgänger. Und hier sind schon sehr, sehr viele Leute drauf. Und ja, wir laufen hier jetzt weiter. Also wer es nicht weiß, die Brooklyn Bridge ist einfach die Verbindung zwischen Manhattan und Brooklyn. Also auch die Manhattan Bridge, die ist auch die Verbindung von Brooklyn nach Manhattan. Aber heißt halt, die heißen halt separat anders. Und ja. Guckt euch das Ding an, das ist sehr, sehr schön. Und man kann halt einfach perfekt die Skyline sehen dahinter, das ist sehr cool. For real, das ist jetzt sehr, sehr schön. Ah, da hinten ist das Empire. Oha. Ey, kein Bock hier runter zu machen. Da hinten ist so die Freiheitsstatue, sieht man nicht, egal. Und ja, das ist doch ehrlich geil hier, also wirklich, guckt euch das mal an. Es ist doch geistesgestört hier. Es ist wunderschön hier auf der Brücke. Ich bin schon, das ist nicht das erste Mal, dass ich hier lang laufe, sondern ich bin schon mehrmals hier lang gelaufen. Ich mag das hier for real so runter zu gucken, also so Sachen zu entdecken. Dann sind hier die ganzen Gebäude, die man sieht. Hier drüben ist die Freiheitsstatue, da landen die ganze Zeit Helikopter, sehr schön. Guten Morgen, Freunde. Wir befinden uns hier gerade in einem Cookie-Store, also der verkauft so Cookies. Guckt euch den mal an, der ist echt schön gemacht. Und guckt euch diesen Cookie an, Digga. Das ist doch dann 10 von 10. Transporting. Bentley, SUV. Dahinter kommt nichts mehr. Aber der Brabus ist natürlich cool. So, meine Friends, wir sind gerade in Soho, heißt das Ganze hier. Das ist irgendwie so eine halbe Stunde von unserem Spot entfernt. Und heute Morgen war eine richtig erschreckende, aber auch irgendwie interessante Situation. Und zwar habe ich heute Morgen einfach eine Nachricht bekommen. Und zwar eine Earthquake-Warnung. Ich kann euch das genauer zeigen, später. Da war ein Erdbeben in New Jersey. Und da haben wir auch eine Warnung bekommen. Also es war sehr, sehr spannend heute Morgen. So, meine Freunde, wir sind jetzt tatsächlich hier in Chinatown. Ihr seht das, es sind immer so ein bisschen, so, es sind so kleine Shops immer. Und dann sind hier die chinesische Schrift. Und wir gehen jetzt vielleicht in ein Restaurant. Und ja, mal gucken, was wir hier machen. Ich werde ein bisschen was filmen. Und ja, bis gleich. Aha, und direkt das nächste, was ich euch zeigen kann. Ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann, aber Lidl. Ist auch sehr, sehr schön. Guckt euch diese schöne Straße an. Also was ich halt noch erzählen wollte, ist, wir haben heute Morgen so eine Warnung auf unsere Handys bekommen, dass halt in der Nähe von uns, also in New Jersey, wo wir ja vor 2 Tagen noch waren, so eine Earthquake war, also halt einfach ein Erdbeben.
Und das war erstmal komplett crazy. Aber zum Glück bei uns, wir haben gar nicht erst was gemerkt. Es war halt wirklich nur in New Jersey. Und ja. Ich finde das ich finde diese Straßen hier echt schön. Meine Freunde der Sonne, wir gehen jetzt in diesen geilen NBA-Shop. Mal sehen, was da alles drin gibt. Guckt euch das Ding mal an, das ist ja geisteskrank. Wenn es sowas in Deutschland geben würde, das wäre crazy. Also werde ich ja auch durch diesen Laden an. Hier gibt es so viele coole Sachen, so ganz viele Trikots von 100 bis 300 Euro, also Dollar. Das ist sehr, sehr cool. Oh ja. Mitten in New York gibt es einfach einen Paris Saint-Germain Shop. Chillig. Dass die hier einen Shop bekommen, ist crazy. Moin Freunde, ich melde mich heute mal wieder vom Bad aus. Und zwar wollte ich euch mein neues T-Shirt zeigen. Guckt euch das an, das habe ich mir vor 2 Tagen gekauft. Da habe ich aber nicht aufgenommen, weil das halt die Regentage war und da war noch nicht sicher, ob ich halt wirklich weiter vlogge. Und von hinten ist noch cool. Ja, wie mache ich das jetzt? Ja, fertig. Ich mache das jetzt ganz elegant. Zack. Zack. So, seht ihr es wahrscheinlich schon. Genau. Und ja. Für den heutigen Tag haben wir geplant, dass wir mit so einer Gondel auf eine Insel fahren und von da aus gucken wir dann, was wir einfach machen. So Leute, wir sind gerade mit der Gondel, also hier rüber, von da hinten hierher gefahren. So, das Ganze nennt sich Roosevelt Island und ja, hier sind wir eben angekommen und ich habe gerade eben einfach erfahren, auf Instagram hat jemand ein Video veröffentlicht, dass Tom Holland einfach von uns nicht so weit entfernt war. Also Tom Holland war einfach zur selben Zeit, wo wir hier sind in New York. Und Freunde, wir fahren jetzt mit der Staten Island Ferry. Das ist die Fähre, die fährt so an der Freiheitsstatue vorbei und wir sehen uns gleich im nächsten Clip oder halt, wenn wir auf der Ferry Tour sind. Hier oben ist noch ein Erber. Und? Crashen sie ineinander? Nee. Oh, so kann man die richtig gut sehen auf dem Video. Das ist, boah. So schön. Na, so cool aus, das Ding. Also ist eins der Highlights hier wirklich. Ich gehe jetzt aber wieder rüber, damit mein Platz nicht weggenommen wird, weil am Ende sieht man das ja von der anderen Seite dann wieder gut. Und ja, da will ich ja drauf hoffen. Sie sieht echt schön aus. So Freunde, wir sind jetzt hier in Staten Island angekommen. Das heißt, wir müssen jetzt aussteigen und das Schiff wieder zurücknehmen, weil man kann nicht hin und zurück fahren. Und dann sind wir gleich auf der Seite von der Freiheitsstatue. So, dahin wollen wir jetzt hin. Da ist auch die Freiheitsstatue. Und wir fahren jetzt schon direkt los, weil die Fähre hat sich in Bewegung gesetzt. Und, ja. Musik laufen im Hintergrund.
sein, weil man nur die ganze Zeit hört. Oh, ich dachte, wie schön das Ding eigentlich aussieht. Man stellt sich sofort so klein. Das ist eigentlich so übelst riesig. Weil man einfach in die Krone reinkommt. Also, wir wollten das eigentlich auch machen, aber da gab es einfach keine Witz mehr. Man sieht halt auch einfach, dass das alles voll besetzt ist. Aber es ist trotzdem einfach schön, da so dran vorbeizufahren. Also Freunde, wir haben uns jetzt noch dazu entschieden, uns bei Dunkin' Donuts Donuts zu gönnen. Und wir haben uns jetzt hier auf so einen Tisch gesetzt und dann, wenn wir das gemacht haben, dann fahren wir auch nach Hause. Freunde, wir haben jetzt hier ein Citybike, das kann man hier sich hier einfach in den Straßen von New York ausleihen und wir fahren dann cruisen damit jetzt durch die Streets von New York. Crazy. So schnell stirbt man in New York. Auf dem Fahrrad. Das ist so dumm, dass ich mein Handy rausholen. Geil. Macht Spaß. So, meine Freunde, wir haben das Fahrrad beim Zinn umgebracht und jetzt gehen wir eigentlich ins Apartment, weil wir heute nicht mehr so viel machen und wir sehen uns dann gleich im nächsten Cut. Wir setzen uns jetzt noch ein bisschen hier in den Central Park. Moin Leute und ein herzliches Willkommen aus Millbrook. Und zwar befinde ich mich momentan 2 Stunden von New York, also von der Stadt entfernt. Denn wir sind, wie ihr im Clip davor gesehen habt, mit der Bahn heute ungefähr so 2 Stunden nach Millbrook gefahren. Momentan befinde ich mich bei Freunden und hier bleiben wir auf jeden Fall für 4 Tage. Nach diesen 4 Tagen fahren wir auf jeden Fall wieder nach New York und dann haben wir noch 2 Tage in New York, bis wir dann wieder zurück nach Frankfurt fliegen. Ich nehme euch wie immer sehr, sehr gerne mit bei dem Ganzen, was ich hier mache. Zeige ich euch ein paar Clips. Hier gibt es sehr, sehr viele coole Sachen zu machen. Und schaut euch generell hier alles einfach mal an. Es ist super schön, so eine Farm. Und ich finde, sowas ist halt einfach so amerikanisches Feeling. Und es ist einfach sehr, sehr schön. Ich habe mir gedacht, nehme ich euch mal mit. Vielleicht kann es ja auch echt etwas interessanter für euch sein. Oder generell interessant, wenn wir uns im Landesinneren von Amerika aufhalten. Und nicht nur in der Stadt, also in New York. Und ja... Schreibt doch gerne oder lasst gerne eure Meinung in die Kommentare da und let's go. Hier. Das R. Ja. Rückwärts. Ja. Mach noch nicht. Nicht vorbei. Stoppen, glaube ich. Mm. Was wieder drin? Ja, ich sehe es. Wieder reinkommen. Ja, ja, okay. Das Ding ist einfach gerade abgekommen. Ich war komplett verwirrt. Das Ding hat so Power, wenn ich da. Ich wollte mich noch ein letztes Mal hier aus dem wunderschönen New York melden, denn heute ist mein letzter Tag. Wir sind ja gestern abgereist, seit heute sind wir wieder in New York und morgen ist es dann auch soweit und wir fahren wieder oder wir fliegen wieder zurück nach Deutschland. Ja, es ist schade, dass die Zeit jetzt schon rum ist, aber ich finde es hat sich einfach sehr, sehr gelohnt, hier zu sein und wir haben die Zeit auch sehr, sehr gut genutzt. Und wenn euch dieser Vlog gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich wollte euch jetzt noch eine letzte Sache zeigen. Und zwar habe ich mir heute, hier kann ich euch einmal zeigen, Feastables. Eben gerade habe ich mir Feastables gekauft. Und zwar, die sind sehr, sehr cool. Denn die gibt es halt nur hier in Amerika. Wer die nicht kennt, das ist eine Schokolade, die Mr. Beast rausgebracht hat, der YouTuber. Und da habe ich für meine Klassenkameraden hier auch noch ein paar gekauft. Also es sind sehr, sehr viele. Ich glaube 7 Stück. Einer für mich und der Rest für meine Jungs, wer gemeint ist. Die Leute wissen auf jeden Fall,
ja, die Leute, die gemeint sind, die wissen auf jeden Fall Bescheid, dass sie gemeint sind. Und was ich auch noch Cooles zeigen kann, ist, ich fand hier so eine Prime-Flasche. Also Prime ist auch von so einem YouTuber, Logan Paul heißt er, glaube ich. Und ja, das gibt's zwar auch in Deutschland, aber hier kostet es $3. Ich glaube, das hätte jetzt $2.46 genau, gekostet. Und in Deutschland kostet es einfach freaking 13 Euro. Und da hat sich das hier einfach viel, viel mehr gelohnt. Ich werde das vielleicht auch noch testen, nicht mehr heute. Aber das wollte ich euch jetzt einfach nur nochmal zeigen. Und ja, genießt noch einmal das letzte Mal hier die schöne Aussicht. Und wir sehen uns in Frankfurt wieder.